Willkommen bei CSA Automotive. Heute A4 B8 Heckansatz. Wie das Ganze ausschaut, montiert wird, seht ihr gleich. So, da haben wir das gute Stück. Ganz kurz dazu zu sagen. Erstens, Audi A4 B8 passt an Avant Limousine, nicht an S-Line, nicht an logischerweise S- und RS-Modellen. Ich meine, wer macht sich an den RS noch keinen Sinn? Ja. Macht irgendwie keinen Sinn. Ja, aber das wollen wir nun mal gesagt haben, also an die ganz normalen Standardfahrzeuge. Und da ist auch egal, ob Facelift oder nicht Facelift. Im Endeffekt ist es ein Austauschteil. Wir müssen nichts ansetzen, draufsetzen, verkleben oder ähnliches. Altes raus, neues dran. Ganze hier aus unserem ABS-Tiefziehkunststoff, in dem Fall matt strukturiert. Also im Endeffekt, wenn wir das jetzt mal so hier so mal hernehmen wollen. Ja, wie original quasi. Also da ist kaum, also dass jetzt unser Schwarz noch ein bisschen mehr schwarz ist, das ist halt schon ein bisschen ausgeblichen, das Originalteil. Aber im Endeffekt genau die Struktur wie vorher. Ansonsten gibt es das Ganze natürlich auch in allen anderen Varianten, nämlich Glossy Carbon, Matt Carbon und lackierfreundlich, wenn man Bock auf Wagenfarbe hat. Genau, lackieren könnt ihr das Ganze natürlich auch. Also im Endeffekt kann da jeder wieder tun und machen, was er will und seinen eigenen Style verfolgen. Das Ganze, wie gesagt, zum Austauschen. Wir haben hier die Laschen nachempfunden. Die sind nicht ganz so wie die Laschen, die man aus Originalteilen her kennt. Die haben dann nämlich nach oben nochmal so einen Widerhaken. Sowas können wir nicht aus unserem Kunststoff produzieren, wäre ein anderes Produktionsverfahren, viel aufwendiger, viel teurer. Deswegen hier so und deswegen wird es dann nochmal mit den Klemmen, die dann da auch da mitgeliefert werden, gegen Rausrutschen und Positionierung gesichert. So, also damit das Ganze da montiert werden kann, müssen wir natürlich erstmal den Originalen ausbauen. So ist es, da ist der Brandy auch schon absoluter Spezialist drin, der hat es nämlich schon 10-mal gemacht gefühlt. Ja, als erstes nehmen wir den 20er Torx und das sind unten 3 serienmäßige Schrauben, die wir einfach rausmachen. Die dann aufheben, ist wichtig, brauchen wir dann für unseren wieder. Dann nehmen wir uns einen Klippheber oder einfach einen Schlitzschraubenzieher. Und machen den Clip raus. Erst das kleine Teil, dann das große. Und dann ist auch schon alles locker. Und dann sollte der auch schon rausgehen. Da ist man am besten zu zweit. Ja. So, da ist das gute Stück. Hier in dem Fall mit Anhängerkupplung und Anhängerkupplung-Ausschnitt. Dazu muss man gleich sagen, Anhängerkupplung, schwierig. Wir haben uns lange überlegt, was machen wir? Tun wir auf diese Finnen, die wir ja da in dem Heckansatz jetzt drin haben, verzichten, sodass man Anhängerkupplung fahren kann? Tja, das ist natürlich immer so die Frage. Der eine wird jetzt sagen, oh Mensch, hätte der das auf das Designelement lieber verzichtet. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, würde der Heckansatz noch geil ausschauen, wenn jetzt hier einfach eine gerade durchgehende Fläche wäre? Ich glaube nicht. Also irgendwo müssen wir halt auch Kompromisse eingehen. In dem Fall keine Anhängerkupplung verbaubar. Wenn jemand unbedingt Bock auf Anhängerkupplung hat, weil er einen Pferdeanhänger rumziehen muss, ne? weil die Freundin muss ja von A nach B kommen oder so, dann man kann alles ausschneiden. Ja? Also ich würde es jetzt nicht machen wollen, aber es ist natürlich nicht unmöglich. So, jetzt fummeln wir das da mal rein. So, na, geht auch easy und schnell. Ja. Man kann natürlich das ausschneiden. Im Endeffekt sucht man sich den Punkt, wo die Anhängerkupplung ist. Oder im Idealfall nimmt man den Originalansatz, spiegelverkehrt auflegen, anzeichnen mit dem handelsüblichen Kunststoffbearbeitungswerkzeug, Flex, was auch immer, könnt ihr das rausknappern. Ja. Aber Blechschere. Ja. Ja, die Befestigung wäre trotzdem noch möglich. Man hat ja hier noch, man hat ja oben die Einschübe, seitlich ist reicht. Der mittlere würde dann wegfallen, bringt jetzt aber keinen um. Oder wenn einer noch besser ist, kann er das auch in der Mitte raus. Wir haben auch keine Erfahrungswerte, muss man ein bisschen basteln, sage ich gleich vorweg für alle Anhängerkupplungsenthusiasten. Alle Nasen sind richtig drin, es ist immer wichtig, dass die komplett drin sind.
Bei Glossy würde man jetzt quasi die Schutzfolie dann abziehen. Genau, da unten sind die drei Aufnahmen wieder. Da könnt ihr einfach gucken, wo das Loch ungefähr hin muss. Man könnte es natürlich auch direkt am Auto bohren, wie einer das will. Oder man misst es aus, wenn man es ganz genau haben will. Aber normalerweise sieht man ja ganz gut, wo das dann mal hin soll. Zur Erklärung auch nochmal, das wird ja im Nachgang alles zugeschnitten. Jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt das Bauteil vielleicht mal ein bisschen versetzt auf der Befräsung liegt. Dann kann es sein, dass diese Zapfen, die wir hier haben, und wenn es manchmal nur ein Millimeter ist, wo die dann da drängeln und durch dieses Loch nicht durchgehen, oder vielleicht liegt es auch daran, dass das Auto halt auch schon ein paar Jahre älter ist und so weiter und so fort, dann nehmt einfach eine ganz normale Flex zum Beispiel, nehmt einfach einen Millimeter ab, tschick, fertig. Und dann rutscht es womöglich rein. Also das kann mal passieren und da geht normalerweise auch die Welt nicht unter. Einfach ein klein bisschen nacharbeiten und ist gut. Haben wir jetzt aber hier nicht machen müssen. Sollte auch in den meisten Fällen auch kein Thema sein. Und das sind jetzt hier die Klammern, die wir da eben mitliefern. Ja, das ist jetzt bei all diesen Stecksystemen so. Jeder wird sich denken, ja, die wollen sich die Schrauben sparen. Nee, wir wollen euch einfach die Arbeit sparen, weil da eine Schraube unten reinzufummeln, das ist mal so eine richtig fiese Arbeit. Ne? Gell, Brandy? Ja. Ich glaube, bei deiner Mühle haben wir das mal probiert. Das erste Mal mit denen gemacht. Aber die haben es mit denen gemacht. Ja, das war das erste Video. Ah ja, genau. Also ich meine, du bist da schon Profi drin. Ja. Im Endeffekt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt unten die Laschen. Entweder ihr macht die Lasche warm, ist ja ein Kunststoff, der auf Wärme reagiert. Macht die warm, drückt es um, dann flutscht es auch nicht mehr raus. Oder ja, wenn ihr das mal jemals wieder einfach demontieren und wiederverwenden wollt, dann macht es eben mit den Klammern, die wir mitliefern, rein, Klammer drüber und dann rutscht der nicht mehr raus. Da jetzt eben an diese Zapfen ranzukommen, ist so ein bisschen geil, ne? Ja. Muss man hier. Und gleichzeitig am besten von außen drücken. Und genau, zu zweit und einer mit viel Fingerspitzengefühl. So, und die schiebt man seitlich im Endeffekt drüber, die haben dann so Widerhaken drinnen und dann halten die das. Man muss auch nicht an jedem Zapfen das machen. Nee, das also wir nehmen da, keine Ahnung, 5, 6 Zapfen, dann ist gut. Genau. Also ich drücke die mit der Hand drauf und danach probiere ich mal, ob ich mit der Zange hinkomme oder ob das, nee, das stelle ich nicht hin, dann drücke ich sie einfach mit der Hand drauf. Ja, die lassen. Wenn es nicht geht, gerne ein bisschen aufbiegen vorher, also nicht zu viel, weil sonst bringt sie natürlich nichts mehr, aber ja, geht. Genau, also wie gesagt, das ist nur dafür da, damit das Ding bei 340 nicht, ne? Was so ein B8 bekannterweise fährt. Ach, ich habe schon Kunden am Telefon gehabt, wenn man denen Glauben schenkt, ja. Dann wird die Schallmauer durchbrochen. Ja. Dann einfach die drei Serienschrauben wieder nehmen und einschrauben. Loch haben wir übrigens hier mit dem 5er Bohrer gebohrt in dem Fall. Unsere mattstrukturierte Oberfläche angepasst an das VAG-Muster. Ist natürlich ein Ticken kratzempfindlicher dadurch. Und auch ein bisschen schmutzempfindlicher. Kann man aber auch mit unserem Spezialreiniger ganz gut sauber machen. Ja, das ging jetzt aber schnell, Brandon. Ja, Viertelstunde. 15 Minuten, einfach nur Einsatzteil austauschen und im Endeffekt Designelemente vom SRS kombiniert für die Standardstoßstange. Limousine Avant Audi A4 B8. Denk mal, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt lassen wir das Auto noch runter, gibt es noch einen kurzen Carporn. Leider bei ganz fürchterlichem Regenwetter, aber meine Güte, wir hoffen noch mal auf ein paar Sonnenstrahlen, bevor die Saison zu Ende geht. Würde uns freuen, wenn ihr das Video liked, es entsprechend teilt und natürlich
unseren Kanal abonniert. Es gibt demnächst wieder viele neue Videos. Wir freuen uns darauf. In diesem Falle bis bald. Ciao. Ciao.